Boom, da sind wir auch schon wieder zurück mit dem nächsten Part hier von GTA 4 bei mir, dem Kegel. Und da warten einige Schlawuzis unten, die eins aufs Maul haben möchten. Und ich hoffe einfach mal, dass ich überlebe das, wenn ich jetzt runterspringe. Komm. Ja, wunderbar. Du solltest mal in Deckung gehen, Malheur. Wird gut finden. So. Jetzt geht die Schießerei weiter. Du bist tot. So. Ich hatte jetzt gerade nochmal nach der Musik geguckt. Hier über das Menü. Und ich hoffe mal, dass ich die jetzt so einstellen konnte, dass wir wenigstens beim Abspannen die Musik ein bisschen hören. Oh. Oh. Das war ich nicht. Das ist eigenhändig explodiert. Bin unschuldig. Ja, dafür gab es jetzt kostenlosen Headshot, ne? Musst du auch mal bedenken. Hier gibt's nichts kostenlos, kostet alles extra. Ja, kannst du mal gucken. Boah, ey, und sowas, ey, bei mir. Ey, weißt du, noch nicht einmal irgendwie ein Dankeschön. Ja, danke, Kegel, dass du das gemacht hast. Sehr freundlich, immer wieder gerne. Nee. Du wirst da einfach hier wie so ein doofer Lump stehen gelassen. Das geht nicht. Aber naja. Hey, Dimitri. I don't think I'll be doing this deal with you. We have other business to finish. Nico, it's been a long time. I thought your time in America might have calmed you down. America does not change everyone. Look at you. You arrived in this country, a spineless rat who would sell out his friends. That is what you will be when you die here. Заткни этого балтийского хуя! I have been looking for so long, rascal. Sind die Dinger eigentlich auch? Hey, schade. Den kann man irgendwie gar nicht treffen. Ist auch schön. Wunderbar. Oh, warte mal. Komm, genau rein. Boom, baby! A lesson. Actions have consequences. You screwed me over. Now you're paying for it. Shame, that'll be the second last thing that goes into your head. Goodbye. You're the one who's going to learn a lesson. People aren't going to be happy if you kill me. Блять, ёбаный! I've never been popular. I don't mean to start now. So. Darf ich Ihnen jetzt einen schönen Headshot geben? Erledige Dimitri. Gerne, gerne. Ja, oh, ich hab da so drauf gewartet. Ja, komm. Boom, Baby. Tschüssi. So, jetzt geht's mir besser. Geht zum Ausgang des Frachtraums. Ausgang? Ach so. Ich wollte jetzt hinten rum wieder raus, aber das wäre, glaube ich, mit dem Klettern ein bisschen schwierig gewesen. Lieber nochmal hier die andere Waffe auswählen. Wer weiß, was hier noch für Schlawuzis uns entgegenkommen. Man muss ja mit allem rechnen, ne? Wobei ja unsere Rüstung ganz schön gelitten hat. Genau deswegen gab es ja auch so viele schutzsichere Westen. Verlasse das Schiff. Na? Komm, ich erlöse dich mal. So. Jetzt hast du keine Probleme mehr, ne? So, ich werde mich hier mal, ne? Also, gehabt euch wohl. Ja, natürlich. Kletter rüber ist alles kein Problem.
Wie, muss ich hier jetzt runterspringen? Nee, ich kann da drüben auch über die Dings. Alles klar, ich weiß Bescheid. Ich bin auf Milch. Machen Sie mal keinen Stress hier, bitte. Willst du mal zu Dimitri runter? Nee, da kommen wir gerade her. Also nochmal die dumme Fresse sehen, das, nee. Brauchen wir nicht. Aber warte mal, war da oben nicht auch noch eine, ich gucke nochmal ganz kurz. Also die Zeit haben wir jetzt auch noch. Ich glaube nämlich, dass hier oben auch noch eine kugelsichere, Kumpel, man kann da auch draufklettern. Ne? Wenn man leert... Oh Gott, bist du blöd! Wenn du Leertaste drückst, dann kannst du da hochklettern. Wenn du es nicht kannst, darfst du hier nicht in Liberty City sein. Ich war eigentlich fest der Meinung, dass hier eine kugelsichere Weste war. Aber, naja, gut. Was soll's. Wir verlassen lieber ganz schnell das sinkende Schiff. Steht mein Auto da vorne noch? Unter Garantie? Nein. Nice. So. Unsere Rache hätten wir bekommen. I killed Dimitri. It's over. He was on the platypus. The boat I arrived in Liberty City on. So it seems it ends where it began. I guess you did what you felt you had to do. No deal, no money, no hot tubs and models. But Dimitri will not bother you again. I will see you at the wedding, yes? Remember to wear a suit. I'll be there, Roman. Don't worry. Aber natürlich. Ich mache mich sofort auf den Weg und kaufe mir einen neuen Anzug, weil den, na... Das machen wir einfach. Ich wundere mich jetzt nur gerade, weil ich jetzt die Musik angemacht habe, dass jetzt so eine kleine Musik im Hintergrund zu hören ist. Obwohl ich ja das Radio ausgemacht habe. Also das wundert mich jetzt ein bisschen. Jetzt ist die Musik irgendwie komplett weg. Es ist sehr mysteriös. So. Was ist los? Hey, Phil. I understand why you made the decision you did. For what it's worth, I didn't trust that Dimitri neither. Yeah, well, I did what I had to do. Anyway, you and me can't talk. Jimmy's falling apart. The Pecorinos ain't nothing no more. I'm out, man. Goodbye. Ja, das ist nicht mein Problem, dass Jimmy zusammenbricht. Aber wir werden da gleich noch ganz viel Spaß haben. So viel kann ich schon mal voraussagen. Roman ruft an. Kann ich jetzt wenigstens kaufen? Sure, Roman. I'll see you at the church. I'm looking forward to it. Ja, ich würde jetzt aber gerne noch hier mich kurz ausstatten für, naja, man weiß ja schon so ungefähr, was passieren wird. Ich will mich einfach nur vernünftig vorbereiten. Na, man muss ja gut ausgestattet sein. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob wir dann zwischendurch nochmal die Möglichkeit bekommen zu speichern. So. Wir wollen einfach nur vernünftig vorbereitet sein für das letzte Fünkchen hier von den Hauptmissionen. So, wir, warte mal, wo war denn jetzt die, wo war denn das? Ich glaube, wir können hier drüben zum Speichern hinfahren, weil das nämlich hier auf der, ich glaube, das war hier auf der mittleren Insel. Pass mal auf. Wir flitzen einfach mal ganz schnell hin. Speichern einmal kurz ab und fahren dann früh morgens gleich um 10 Uhr, also mitten in der Nacht, zur Kirche hin und hatte die Kate jetzt eigentlich schon wieder angerufen? Moment, muss ich mal ganz kurz. Nein, du sollst. Oh Gott, bist du bekloppt? Du sollst bei Kate anrufen, du Flachzange.
bei Kate geht keiner dran oder ist besetzt oder keine Ahnung, was sie gerade macht. Vielleicht führt sie gerade eine intensive Unterhaltung mit, ja, keine Ahnung, mit sonst irgendeiner Person, die ich vielleicht nicht kenne. Die ich vielleicht auch gar nicht kennenlernen will. Weiß man ja nicht. Auf jeden Fall gleich, wenn es zur Kirche hingeht. Das... Also eigentlich egal, wie wir uns entschieden hätten, irgendeiner wäre so oder so gestorben. Und da ich mich eigentlich sonst immer für diese Variante entschieden habe, also dass ich Rache genommen habe, also jetzt auch hier bei der PlayStation 3 Version, ist das eigentlich so gesagt, ja, also wenn du dich mit Dimitri zusammengetan hättest, wäre es auch nicht richtig gewesen, weil du ja komplett auf die Schnauze gefallen wärst. So, und ich wollte mir eigentlich auch noch einen Anzug kaufen, aber das können wir dann gleich auch noch machen. Das ist ja kein Problem. Wir gehen jetzt erstmal ganz schnell speichern. Jetzt brauchen wir nur noch einen Speicherpunkt. Und den können wir nämlich gleich auf Punkt 5 festlegen. So. Und dann werden wir nochmal ganz kurz zu Perseus hinflitzen. Jetzt ruft Roman schon wieder an. Nico, today is going to be the happiest day of my life. I'm getting married to the beautiful Mallory. How is the best man? He's fine. You better be better than fine, cousin. Get to the church for 10 a.m. and remember to wear some nice clothes. I want you looking good for the wedding. Ich hole mir jetzt Hartz IV Klamotten. Anzug ist überbewertet. Das braucht keiner. So, Perseus war, glaube ich, hier die Straße runter, oder? Ja, also ein Stückchen zurück und die Straße einfach gedingst. Also, im Großen und Ganzen. Genau aus dem Weg. Wunderbar, die wissen Bescheid. Sehr schön. Können ja nicht als Dr. Nico Bellic auftauchen. So, wir wollen aber etwas Vernünftiges haben. Wie sieht denn das mit dem hier aus? Ach du Scheiße. Nein. Ebenholzfarbige Dreiknopfjacke und Weste mit Kohlehose. Aha. Das sieht genauso scheiße aus. Prost Mahlzeit. So. Weißt du was, ich nehme jetzt... Hey, Kate. I took your advice. I cut my connections with that man. I'm really proud of you, Nico. It must have been really hard to turn down the money and stick to your principles. Well, it was the right thing to do. Are you coming to Roman's wedding? Can you pick me up and take me there? I'll be at my ma's. See you soon. Alles klar. Hol Kate ab. Ja, Moment. Ich, Mr. und Mrs. Bellic. Ach, wie süß. Ja, komm. Also den, ja, doch. Der kostet zwar 2000, aber der, ich finde, der sieht eleganter aus als diese Scheißdinger, die jetzt hier drüben ausgestellt sind. Also das, so, jetzt nur noch vernünftige Schuhe. Dann nehmen wir die schwarzen Slipper. Oder ist das... Ich hoffe mal, das ist jetzt soweit okay. Ja, doch. Hat zwar keine Krawatte, aber Krawatte brauchen wir ja nicht. Ist ja nicht Pflicht. So. Und jetzt nochmal zum Vergleich. Beim letzten Mal hatte uns ja Kate ist ja nicht mit zur Hochzeit gekommen, weil wir ja den Deal eingegangen sind mit Dimitri Raskalov. Und bei diesem Mal, weil wir ihn ja zum Teufel geschickt haben, ist Kate jetzt dabei. Und beim letzten Mal ist Roman ja gestorben durch einen Querschläger von
dem Auftragsmörder von... Ja, von Raskalov, genau. Ich sage jetzt mal falsche Zahlen. Und ja, also ihr werdet gleich gespannt sein, wen wir da jetzt verlieren. Es ist auf jeden Fall kein schöner Anblick. Und mir ist vorher gar nicht aufgefallen, dass diese Mission dann wirklich Mr. und Mrs. Bellick heißt. Also, das... Weil ich jetzt genau schon weiß, was passiert, zieht mich das jetzt noch ein bisschen mehr mit runter. Also das, Huch! Ach du Scheiße! Ja, ich fahre immer so. Entschuldigung! Das war alles geplant. Hartz IV und die Zeit gehört dir, oder was? Mädel, es ist eine Hochzeit. Triff Roman bei der Kirche. Thanks for coming to get me. You're looking really nice. Shall we go to the church? So, how do sociopaths behave at weddings? Will you fire a gun into the air as your cousin walks down the aisle? No, there won't be any gunfire at this wedding. I might steal the collection box if the mood takes me, though. Oh, really? Yeah, I'll mug any nuns that are hanging around the church as well. You know, it's not that weird to think that there might be some shooting at this wedding. Not only do you seem to attract ultra-violence wherever you go, but this was the church where we had my brother's funeral. You remember how that turned out. Yeah. How are you about that? Do you miss him? I'm okay. He's still in my thoughts, you know. He brought it on himself and he wasn't a good person. When I think about him, I just wish that he'd been happy in his life. What would have made him happy? It's hard to say, but maybe the right person? Yeah? Do you think that that is the answer for everyone? Maybe. The right person can make your life wonderful in the same way that the wrong one can ruin it. The problem is that it's difficult to tell which one the man you are with is. Huh. I've had some trouble telling right and wrong apart before, after the war. I was involved in a life I felt was not for me. Those decisions became very difficult. You're talking about your criminal exploits as if they're a thing of the past. Well, maybe they are. I don't want to be involved with the men I have been involved with. I want to surround myself with good people, not bad ones. Recently, I have tied up a lot of loose ends in this city. My past does not haunt me in the way that it used to. I've tried to separate myself from it. I'm ready to try to be good. Are you? Are you prepared to say goodbye to the fast cars, the drugs, the violence, the cheap women? Yes, I am. Do you think that the men you've been dealing with will let you walk off into the sunset? They will have to. I'm not a slave. It would be easier to be happy if I was with the right person, though. How do I know that you're right for me? How do I know that I won't get hurt? I'll look after you, Kate. I promise I'll protect you. There's nothing else I can say. You don't need to say anything else. Ach, ist das nicht süß. Ja, wir werden jetzt, ja, ihr werdet sehen, was passiert, also. Oh, time to preen like a peacock. Look at you in those fancy clothes, Nico. Trying to upstage the groom on his wedding day? Let's get me married. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Mwah! Yes! Wonderful! Okay! Yes, I did it! Scheiße.
Nico. Nico, come on. Hold. Somebody call an ambulance. Call a fucking ambulance! She's dead! What? Oh, shit. Shit, shit. She told me to leave it. I thought I had. I thought it was over. It's never over, Aya. Nico, you can't blame yourself. Of course I can! She's easy, dead! Easy, 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 Aya, brother, man. Easy. Calm down, man. Calm down. Nico, you have to get out of here. Yes, go on, man. Go on, man. We have to leave, man. Just leave. Get out of here. Go. We take care of this, man. Okay, okay. Jetzt hat man die Frau seines Lebens gefunden. Und irgend so ein dummes Arschloch schießt sie einfach über den Haufen. Das ist. Alter. Was meant to protect her. So. Ich speichere jetzt nochmal zur Vorsicht. Und ja, wenn ihr das jetzt gerade ja im Auto da gesehen habt, der gute Jimmy Pegorino hat unsere Freundin auf dem Gewissen. Und ja, der muss ja jetzt dann natürlich dafür bluten. Also der wird dafür zur Rechenschaft gezogen, ne? Das ist ja normal. So, die Frage ist jetzt nur... Little Jacob, Moment. Ratit, Nico, sei stark, okay? Ich werde diesen räudigen Arsch finden. Ich besorge ein paar ordentliche Waffen und alles. Warte auf meinen Anruf. Ich habe gerade keinen Wagen, sonst würde ich sie dir vorbeibringen. Easy, Little Jacob. Ey, das ist... Was würden wir bloß ohne Little Jacob machen? So. Ja. Oh, ich sehe gerade, dass hier die halbe Stunde fast schon wieder rum ist. Das ist ja. Das ist ja unglaublich. Müssen wir eigentlich jetzt dann die letzte Mission dann nochmal so eine extra Folge machen? Und wisst ihr was? Das machen wir einfach auch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder, wenn der Anruf von Little Jacob reinkommt. Wie gesagt, mal schauen, was uns jetzt in der letzten Mission hier bei GTA 4 erwartet. Also Leute, bis gleich zur nächsten Folge. Tschüssi!